Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Snapshot 1.16. Jetzt mit der 22 Version. 20W12A. Ah, nicht 22, okay. Es wurde Polished Basalt, also polierter Basalt, eingefügt. Und Sponges, also der Schwamm, kann jetzt mit einer OBS abgebaut werden. Weiterhin gibt es noch kleine Änderungen, Bugfixes und so. Sind jetzt alles fertig? Okay. Jo, jetzt werde ich es ein bisschen gemütlicher angehen. Ich habe ja letztes gemerkt, dass es einfach zu schwer ist noch, mit den Wither-Skeletten zu kämpfen, wenn die verbuggt sind und so. Also, dass die einfach von ganz weit weg angreifen können. Also, die geben jetzt scheinbar mehr Nuggets. Könnten wir noch ein paar mitnehmen, hä? Also die Nefergoldohr sind jetzt ein bisschen wertvoller. So. Ich möchte aber ein neues. Oh, ein Baby-Schweine-Zombie. Cool. Ich möchte ein neues Biom jetzt finden. Deshalb gehen wir noch kurz ein bisschen hier runter. Das ist Gravel. Ich sehe immer Gravel als irgendeine Art Beton oder so. Es sind nicht mehr so viele Texturen zu sehen. Das Feuer. Was haben wir denn da oben? Ungefähr, ja, Nullpunkt, oder? Ja, so ziemlich der Nullpunkt. Dann weiß ich, wo das Portal ist. Also, ich hoffe, wir finden das wieder. Aber eigentlich möchte ich ja... Ja, ist es wahr, dass im Neffe der Kompass spinnt? Weil sonst könnte man mit dem Kompass eigentlich wieder zurückfinden. Nur eben, er macht Probleme, er wackelt. Das ist nicht so gut. Aber eben, wir finden zurück. Das ist kein Problem. So. Das scheint ein neues Biom zu sein, aber es ist winzig. Ich mach mal ein bisschen die Musik leiser. Joa. Wir haben halt jetzt nicht so viel. Ah, da habe ich schon genug mitgenommen. So viel, viele Möglichkeiten, jetzt etwas abzubauen. Ja, wenn wir nichts mitnehmen können. Ja. Wir nehmen einfach einer dieser Bäume noch mit. Ja, Schwarzeichenstamm möchte ich gar nicht einsetzen. Ja, ich muss das. Probleme gibt es immer mit Lachen. So, was machen? Legen wir weg. Was können wir alles weglegen? Nix. Ein Feuerzeug. Knochen mal weglegen. So, der Baum scheint jetzt etwas trocken zu können. Also droppen. Ein Setzling. Den mal mit. Ja, klar. Was ist das? Man sieht nicht, was es ist. Es ist ein Blatt Papier. Ja, Blätter. Ja, was verwenden wir? Einfach langsam abbauen. Mit der Hand. Okay, ja, ist noch. Ist ein netter Warzenblock? Okay. Kann es sein, dass es nichts gibt? Ich bin verwirrt. Ja, wenn es nichts gibt, können wir da auch nichts rausholen. Oh, ein Feuerschleim. Ein Lavaschleim. Oh, was die auch noch gibt. Eine Nuss. Hier hast du einen Faden. Strich und Faden. Ein Pilzlicht? Genial. Also wir schauen, wie wir die Setzlinge bekommen oder so. Ich möchte ja die schon mitnehmen. Aber jetzt müssen wir zurück. Ich fühle mich ja nicht mehr so cool. Weil wenn wir sterben, vor allem in der Lava, ja. Dann ist alles wieder weg, oder?
Also am besten wieder zurückgehen und ein bisschen mehr im Ding machen. In der normalen Welt, also im Meer. Ich möchte unbedingt ein paar Schatztruhen plündern zuerst. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Loot. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu langweilig, das, weil ihr es vielleicht schon kennt. Und ja, ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr es kennt. Ja, das ist etwas, was uns ein bisschen weiter vorbringt, weil wir dann auch Erfahrung bekommen durch die Zombies und so, dass wir da eigentlich so schnell wie möglich dann ja auch ein Neffe viel machen können, weil wir dann sicher sind. Verzaubte Rüstung haben und das Ding. Ich habe immer noch keine Rüstung, also ja. Es wird halt noch einige Zeit gehen, bis wir hier wirklich aufräumen können. Einen verzauberten Bogen möchte ich jetzt erstmal hier hinkommen wieder. Okay, das ist nicht so gut, wenn der aggressiv ist. Gott, wie man die einfach nicht mehr trifft. Ich hatte einfach mit dem Kampfsystem nicht klar komme. So. Ich muss mich hier wieder, also üben. Ich glaube, es ist hier rechts gewesen, das Portal. Ja, oh, das kommt ein... Ja, dass die öfters jetzt spawnen. Schon ein bisschen gemein. Ja, es ist wirklich, dass das Kampf... Also, dass die Entfernung wahrscheinlich wegen Lecks oder so. Die Entfernung nicht mehr stimmen, oder? Ich greife von ganz nah an. Und trotzdem werden sie nicht getroffen. Ist einfach Snapshot-Problematik. Kann man nichts machen. Aber ein bisschen Erfahrung, dankeschön. Kein Schleim, also kein... Doch, ja. Was war das schon wieder? Ja, komm. Magma-Blöcke finden wir genug. Magma-Creme, genau. Okay. Also, dann geht's weiter. War das da oben? Nee. Ging nicht runter. Ja, jetzt haben wir schon ein Problem. Wir finden das Portal nicht mehr. Ich glaube hier runter, oder? Also irgendwie hier hochgingen. Auf jeden Fall irgendwo hingingen, wo wir steil nach oben mussten und dann wieder steil nach unten. Vielleicht hier irgendwo. Muss in der Nähe der Festung gewesen sein. Es muss vielleicht unten dran sein. Wir sind zu hoch. Dann ist auch wieder. Es ist dort drüben. Ah, es ist dort unten. Es ist runter. Okay, wir sind zu weit oben. Oh. Da kommen wir natürlich nicht runter. Ich wäre fast noch runtergefallen. Hast du gesehen? Oh je. Mann, ich habe kein Essen. Da, Brot. Haben wir noch. Ich hab keine Leben mehr, liebe Leute. Es ist einfach hier unten drunter, so. Also hier hoch sind wir. Oh. So. Schön, schön. Dann gehen wir doch uns auf unsere Eisscholle wieder. Und wahrscheinlich ist die auch wieder geschmolzen, oder? Wegen dem netten Portal. Nee, noch ganz. Also ich glaube, das kann auch nicht schmelzen. Ja, aber auf welche Seite? Auf diese Seite, okay. Ja. Also, wir müssen uns noch ein bisschen besser vorbereiten, dann haben wir das. Auf jeden Fall muss ich da mal ein paar Sachen. Einen Sattel nehme ich mal mit. Das Pilzlicht können wir aufstellen. Aber jetzt zuerst mal das Essen sowieso dort rechts runter. Ja, alles mal hier links hin. Feuerzeug brauchen wir momentan auch nicht. So, also was machen wir als nächstes? Wir machen uns jetzt mal ein Schwert, da unser altes bald kaputt geht. Und wir einfach ein besseres brauchen. Danach machen wir doch lieber jetzt auch noch eine
Rüstung, aber das größte Problem ist, wir haben einfach so begrenzt Eisen, könnten sonst nichts mehr machen. Aber gut, Rüstung ist Pflicht. So, leider ist reich genau. So, jetzt haben wir leider nur noch ein Eisen. Aber ja, damit wir uns gewappnet fühlen. Und schauen auf die Dinge. Also, ich mache mal ein Textdokument, wenn ich das irgendwie einfacher machen kann. Editor App minus 725 und minus 50. So, dann finden wir das natürlich auch gut. Und jetzt gehen wir einfach mal, ja, genau in die Richtung. Ein Wrack müssen wir finden. Also es wird wahrscheinlich lange gehen, ein, zwei Wracks, und dann haben wir eigentlich auch wieder Eisen und Level und alles mögliche. Nur eben, es kann auch fehlschlagen, dass wir nichts finden oder uns irgendwas wieder aufhält. Eventuell finden wir sogar einen Spawner oder so, wo wir wirklich gut leveln können. Aber ich möchte natürlich schon relativ schnell verzaubern können. Wie machen wir denn am besten das mit dem Zaubertisch? Weil das geht ja Ewigkeiten eigentlich. Ja. Also wir werden dann einfach irgendwo anders wohnen, klar. Nicht auf der. Ja. Doch, es geht ja eigentlich. Ich kann ja alles anpflanzen im Meer. Genau. Okay, dann machen wir das alles auf der Eis schon. Entschuldigung. Mit ein bisschen Erde. Da haben wir noch ein bisschen Erde und so. Gut. Dann haben wir hier Gebirge. Aber kein einziges Schiff in der Nähe. Mal Zuckerrohr mitnehmen, damit wir wenigstens haben. So, neue Rezepte verfügbar. Das kennen wir doch schon langsam. Ich finde keinen einzigen. Was ist denn los mit der World Generation los? Ich habe manchmal echt zu viele Wracks gehabt und jetzt habe ich zu wenig Wracks in dieser Version. Die wieder runtergeschraubt. Ah ja, genau, die Bäume nehme ich noch mit, die Fichten. Oh, wie schön. Da hinten die Berge. Ja, müssten wir fast ein bisschen fischen. Vielleicht zwischen dem Part fische ich mal. Aber das sind. Nein, das ist Erde. Okay. Schneeland. Delfine. Yeah, Delfine. Wir haben Delfins. Gut schon. Ja. Dass ich da noch zu lange mache. Weil YouTube hat mega Probleme mit der Länge von den Videos. Die Leute, die Let's Player, die ich abonniert habe, die regen sich auf, weil sie die ganze Zeit für Arbeiten haben und 360p und ein Full HD 60 FPS und so. Ja, das ist natürlich schon nicht so toll. Wenn man so Probleme hat mit YouTube, aber gut. YouTube ist halt ein schlechter Verein, also Google. Die haben eigentlich immer schlechte Qualität. Muss ich einfach eingestehen, weil ich bin ja eigentlich schon ein bisschen YouTube-Fan und so, aber wenn man nicht glücklich ist, kann man ja kaum irgendwie loben, oder? So, jetzt haben wir genügend Setzlinge. Ja, Eisen mitnehmen. Ja, momentan spitzt es sich ja ein bisschen zu mit der Corona-Krise, dass die Antiviren, also das Gegengift sozusagen, leider erst viel später kommen könnte. Viele Menschen werden sterben bis dann und das ist wieder ein Menschenversagen sozusagen von denen, die das auch weit gebracht haben. Ja, man kennt es zum Beispiel von den Italienern, sie wollen natürlich viel Kontakt mit den Leuten haben, mit den Verwandten, haben das extrem schnell rüber gebracht zu anderen Leuten. Und jetzt in der Schweiz gibt es zwar mehr Heilung, aber auch, weil es ein kleineres Land ist, auch viel mehr Fälle jetzt. Und ich denke mir so, ja, muss ich jetzt auch noch angesteckt werden. Weil ich will nicht auf dem Bauch liegend im Krankenhaus
warten, bis ich endlich wieder atmen kann. Das ist leider nichts für mich. Was ist das so laut? Das Platschgeräusch ist euch viel zu laut. Schauen wir doch mal. Bei Minecraft ist es immer eine Ding, also eventuell ja, eine Technik halt, die es sagt, es ist nie richtig laut oder leise genug. Es ist heftig. Also, wir haben 5, wir können eine große Ding machen und dann viel mehr Setzlinge bekommen. Deshalb gehen wir mal schon weiter. Und hier auch noch mitnehmen, Zucker. Sehr gut. Jetzt nochmal die Augen aufhalten für Rocks. Ich brauche doch ein bisschen Loot. Aber da sieht man wieder, der Wölkener, der hat es sich irgendwie auch wieder verändert ein bisschen. Dass das Pro Update irgendwie auch mal ein bisschen umgestellt wird. Bei so einem schönen Berg, ihr wisst ja noch, in dieser Richtung da. So ein schöner Berg. Gefiel mir so. Zwei Höcker. Kein einziges Rock. Nix. Auch keine Ruine unter Wasser, also man sieht es nicht so gut. Das ist eine Blumeninsel, okay. Wie süß. Ja, ein Bambusdschungel hätte ich gerne. Okay, ein Wassermonument, also Wassertempel. Ja, gut. Ja, die helfen uns jetzt wieder. Wenn wir ein bisschen schneller sind. Gut. Dankeschön, liebe Delfine. Wunderbar. Aber habt ihr hier nicht irgendwelche Wracks gefunden? Ich will jetzt nicht allzu weit weggehen, deshalb gehen wir hier wieder ein bisschen zurück. Und dann wieder auf die Berge. Ich sehe gerade wirklich gar. Ah, da ist eins, oder? Nee, das ist auch Erde. Oh, dort? Nein, der Regen nervt ein bisschen. Sieht kaum etwas durch die vielen hellblauen Effekte. Schildkröte. Das ist ein Rock, oder? Ja. Heftig. Haben wir schon einen Rock? Oder hatten wir erst den Rock? Yeah, Baby, Eisen. Ich freue mich am meisten auf Eisen. Hey, hallo. Tauch auf. Schön bleiben. So, und hier haben wir auch noch eins. Das ist schön, dass wir hier atmen können. Yeah, eine Schatzkarte. Sehr gut. Holen wir gleich den Schatz. Es geht über alles. Zombies spawnen hier wahrscheinlich jetzt gerade nicht irgendwie. Also, wo ist das? Genau hier hinter der Insel. Sehr schön. Das ist so geil, wenn man einfach die Schatzkarte sofort so hat, dass man es genau entdeckt, dann wo man hin muss. Manchmal ist es auch sehr schwer. Und da nichts finden kann. Also nicht den Standort finden kann. Aber so ist es sehr leicht. Okay, da drüben. Jo, gemütlich, hä? Wahrscheinlich im Sand eher. Mach dich fein. Ah, das ist die Rüstung, genau, die wir angezogen haben. So. Okay, hier vorne. Könnte sie sein, hier unten dran?
Wahrscheinlich hier irgendwo. Länger noch oben bleiben, das vergesse ich gerne gerade. Das könnte auch tiefes sein. Es muss wieder zurück sein. Es könnte irgendwo hier sein. Okay, ein bisschen Probleme macht's. Hätte gedacht, es wäre einfacher. Es ist eigentlich nicht nie einfach. Es ist immer zufälliger. Das muss doch eher hier sein. Okay, das ist ein schwerer. Wie kann man das noch besser entdecken? Also, man sieht auf der Karte wirklich nicht genau, wo. Kann sogar an Land sein? Kann das sein? Also, es ist ja manchmal auf Land, aber ist es jetzt hier irgendwo ist? Genau sieht man das ja nicht. Genau in die Richtung. Keine Ahnung, aber Erde brauche ich. Muss doch irgendwo hier sein, der Schwarze. Hey, hallo, Leute. Ich finde keinen Schwarz. Ihr könnt mir halt live auch nicht helfen. Ich bin nicht live. Oh. Kyrieöse. Das kommt natürlich schon. Ich frag wo. Könnte der Schatz sein? Ich hab schon wieder. Oh. Probleme mit den Werkzeugen. Wenn man es einfach nicht findet. Single schon rund das Lied. Kurios, kann auch tiefer sein, gell? Ist jetzt gar nicht mehr so sehr alles überschätze. Ich habe jetzt zwar eben auf dem Server 1.15 gespielt, aber so Schätze habe ich nie so richtig ausgraben wollen. Hat eher nicht können, weil ich nicht so viel unterwegs war in Minecraft, eher gebaut habe. Hey. Genau hier unter dem Schiff oder so. Vielleicht auch eben nicht ganz so exakt auf der Map gekennzeichnet. Gott, was soll ich da nichts finde?
Jetzt müssen wir das ein bisschen abbrechen, später machen. Ja, wer Profi ist, der darf mir das gerne in Kommentar schreiben. Ja, ich muss jetzt den Schatz hier finden. Ah, wird leider ein bisschen langweilig. Es ist einfach dann ein Block nebendran irgendwo. Vielleicht irgendwo hier. Ja, ein Block nebendran, ey. So doof. Wir waren ganz am Anfang ganz nah. Ah, oh, toll, ey. Ja, ist gut. Ich weiß es. Aber ein Schatz ist wichtiger als ein Trinken. Ja, gut. Gold braucht niemand. Gold braucht jeder. So, jetzt haben wir ab, fertig, genug. Mano, mano. Liebe Leute. Wir haben es geschafft. Den ersten Schatz haben wir gefunden. Und jetzt holen wir hier noch Zucker. Genau. Das ist leider der Part auch bald fertig. Ja, dann beende ich den Part jetzt schon. Und Bären mit am besten. Bären sind auch schöne. Sie machen Aura. Bärenbüsche, deshalb. Oh, nochmals ein Wasser-Ding. Monument, okay. Bären für ein bisschen Lapis Lazuli. So ist ein Hülle und Fülle dann später. Durch Glück 3. Also, wir müssen hier nach links gehen, okay. Im nächsten Part kommt der Heimweg, dann das bisschen Anbauen von Sachen. Das Kühe suchen. Und ja. Oder das Kühe schlachten. Also, ich denke, ich mache das eher direkter mit dem Kühe schlachten. Weil so eine Zucht ja einfach extrem lange braucht. Tu mal zwei Pfeile. Wer braucht jetzt keine Pfeile? Ja, das Boot mache ich dann einfach neu. Okay, wir müssen aber das Boot zurückbekommen. Erde weg, Eisenklumpen weg, Boden mitnehmen. Da. Pfeile sind da noch die. Schafe brauchen wir nicht, aber Kühe. So, bis zum nächsten Part. Euer Dragobasen. Tschüss.